Hallo Freunde, wir waren hier bei diesen alienartigen Zombie-Futzel-Viechern da. Deswegen am liebsten mit nachher rumlaufen. Okay, dann jetzt mal gucken, wo uns der Weg hinführt. Ey, ich krieg die Kretze, ganz ehrlich. Steht doch nicht so starr da, ey, wie die Salzsäulen. Oh man. Okay, also hier ist schon cool gemacht. Also ich spreche immer von Mass Effect 1, gell? Die anderen Teile, von denen rede ich gar nicht. Weil ich die nicht kenne. Gar nicht. War also null. Und Mass Effect 1, habe ich am Anfang gesagt, wie weit ich da gekommen bin. Ein Hilfsstromsystem schimmert. Schwerer Fehler beim Hochfahren. Die Benutzeroberfläche der virtuellen Intelligenz ist offline. Manueller Neustart erforderlich. Okay. Was? Bitte kontaktieren Sie die virtuelle Intelligenz der Station. Oh Mann, du. Sprengstoff 4. Das nehmen wir dann mal. Jetzt hier Granate. Was ist Sprengstoff 4, bitte? Ja, den machen wir drauf. Perfekt. Perfekt. Oh je, oh je. Wir haben hier die Lancer 3. Nee, brauchen wir nicht. Und ich bin noch nicht weit genug, um das machen zu können. Oder? Doch, bin ich. Oh, okay. Kampfpanzerung. Schwere Panzerung ausstatten. Erweitert beides. Jawohl, Baby. Und jetzt. Ja. Jetzt geht's ab. Okay. Jetzt, ich liebe ja immer schon Tankausrüstung. Was machen wir? Skorpion 4? Oder Gladiator? Oh, 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 oh. Oh, geil, mein Freund. Ich stehe da drauf. Hydra? Ah, wah. Gladiator 2? Nee. Okay, ja, richtig cool auf jeden Fall. Cool. Ah, okay. Die Waffe verzieht also ganz schön jetzt. Oh je. Zieh doch die. Warum muss ich eigentlich alleine runterfahren? Ja, machen wir. Universal gehe. Okay. Hä? Okay, ich verstehe das nicht. Was, um was geht's? Was muss ich hier machen? Okay, um was geht's hier? Ich weiß gar nicht, auf welchen Kern ich das überhaupt machen muss. Ah, okay. Oh. Also, keine Ahnung. Schon nirgendwo dran, auf welchen Kern man das machen muss. Reparieren zu wollen. Benötigen Sie meine Hilfe? Ah. Bist du die virtuelle Intelligenz, die hier verantwortlich ist?
Dieses System ist darauf eingestellt, auf den Namen Mira zu reagieren. Mhm. Können Sie mir bitte auch Ihren Namen nennen? Mhm. Ich bin Inspektor. Inspektor. Commander Shepard, ich arbeite für die Abteilung Special Tactics and Reconnaissance der Zitadelle. Einen Augenblick bitte. Autorisierung bestätigt. Ihre Level 2 Autorisierung für alle Systeme ist bestätigt. Cool. Bitte beachten Sie, dass Anfragen zu Forschungsarbeiten nur mit einer Level 3 Autorisierung beantwortet werden können. Eine Level 3 Autorisierung wird nur an die führenden Angestellten von Binhex vergeben. Aha. Das System ist jetzt bereit für Abfrageanwendungen. Sie können mich über alle holographischen Terminals in Gipfel 15 erreichen. Okay. Ich muss die Matriarchin Benesia finden. Lady Benesia hat den Passagierzug zu den Außenlaboren der Riftstation genommen. Warnmeldung! Warnmeldung! Das Zugsystem ist außer Betrieb. Was? Wie lässt sich die Situation hier beschreiben? Einen Augenblick bitte. Diagnoseprozess aktiv. Mhm. Schwerer Fehler. Hauptreaktor wurde gemäß Notfalleindämmungsprozeduren abgeschaltet. Manueller Neustart erforderlich. Schwerer Fehler. Die Landleitungen sind nicht angeschlossen. Die Passagierzüge sind offline. Bericht Ende. Haben Sie noch weitere Fragen zum Systemstatus? Landleitungen? Was sind die Landleitungen und warum wurden sie unterbrochen? Die Landleitungen verbinden meine Mainframes hier in der Central Station mit den verschiedenen Nebenanlagen von Gipfel 15. Dadurch kann die Crew aus der Geborgenheit und Sicherheit ihrer Labore auf meine Datenbanken zugreifen. Nach Einleitung der Sicherheitsmaßnahmen Geborgenheit und Sicherheit, ja? Wurden die Kabelverbindungen automatisch gelöst. Okay. Wie kann ich die Landleitungen wieder anschließen? Die Landleitungen dienen der schnelleren Wiederherstellung der Verbindung. Der Router der Landleitungen befindet sich auf dem Dach des Verwaltungstrakts. Mhm. Aktivieren Sie einfach die Steuerung. Dann stellt die Hardware die Verbindung automatisch wieder her und startet neu. Okay. Weißt du, warum der Reaktor abgeschaltet wurde? Tut mir leid. Zu dieser Zeit war ich offline. Der Reaktor wird deaktiviert, wenn eine Reaktorüberlastung droht oder ein kritisches Sicherheitsproblem im Laborbereich auftritt. Gemäß der Sicherheitsrichtlinien werden alle biologischen Gefahrenstoffe durch die kalte Umgebung unschädlich gemacht. Mechanische Gefahrenobjekte könnten ebenfalls Schaden nehmen. Einfach die Heizung abschalten und alles abtöten, was gefährlich werden könnte. Saubere Entsorgung. Mhm. Was muss ich machen, um die Energiezuführung wiederherzustellen? Die Ventile zur Helium-3-Kraftstoffleitung müssen über die Steuerung der Reaktoreinheit geöffnet werden. Ich möchte wissen, was hier passiert ist. Tut mir leid, aber ich brauche spezifischere Eingaben. Aha. Ich möchte wissen, was unmittelbar vor deiner Deaktivierung geschehen ist. In den Hochsicherheitslaboren gab es einen Stufe 1 Alarm. Aus dem Labortrakt Gamma sind Gefahrenstoffe entwichen. Die Notfallmaßnahmen wurden eingeleitet. Der Stufe 2 Alarm betraf die Hochsicherheitslabore. Das Isolationsschott war gebrochen. Die Züge wurden außer Betrieb genommen. Die Landleitungen zu den Hochsicherheitslaboren wurden unterbrochen. Der Stufe 3 Alarm betraf einen bestimmten Bereich. Es gab Gefahrenstoffe in den Tunneln. Die Station wurde geschlossen und sofort evakuiert. Es wurde ein Code Omega ausgesendet. Okay. Was für Gefahrenstoffe wurden freigelassen? Tut mir leid, Commander. Ey, es hat irgendwas von Resident Evil. Forschungsarbeiten benötigen Sie Umbrella eine Corporation. Solche Autorisierungslevels erhalten nur führende Mitarbeiter von Binhex. Okay. Kamen die Kreaturen, auf die wir hier gestoßen sind, aus den Laboren? Tut mir leid, Commander. Für Auskünfte über die Forschungsarbeiten benötigen Sie eine Level 3 Autorisierung. Okay, also daran haben Sie geforscht, oder was? Solche erhalten nur führende Mitarbeiter von Binhex. Okay, also sind diese Viecher Forschungsarbeiten. Ist ja interessant. Warum warst du offline? Wenn Gipfel 15 aus Sicherheitsgründen sterilisiert werden muss, werden mein Programm und meine Daten zurückgesetzt. Okay. Wenn irgendetwas schief läuft, wirst du getötet?
Meine Systeme werden dauerhaft deaktiviert. Um getötet werden zu können, müsste ich zuvor leben. Ich bin nur ein Datenbankprogramm. Okay, alles klar. Okay, haben wir alles gemacht. Ich muss erfahren, wie ich die Station reparieren kann. Schwerer Fehler. Hauptreaktor wurde gemäß Notfall eindämmt. Das haben wir ja schon gehört, oder? Fehler. Ja. Bericht Ende. Haben Sie noch weitere Fragen zum System? Also weiß ich jetzt Bescheid. Das ist alles, was ich jetzt wissen muss. Wir müssen aufs Natürlich, Dach einmal. Commander. Ich melde Sie ab. Warnmeldung. Hauptreaktor wurde gemäß Notfalleindämmungsprozeduren abgeschaltet. Manueller Neustart erforderlich. Achtung! Landleitungsverbindungen sind deaktiviert. Die Passagierzüge sind außer Betrieb. Oh nein.